Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zu Galactic Junk League. Ich habe inzwischen ein paar E-Mails bekommen, von wegen, was sich alles geändert hat und so weiter. Und in dem Spiel hat sich schon etwas geändert. Es gibt jetzt auf jeden Fall ein Progression-System und eine Währung und man muss sich Sachen freischalten. Sachen freischalten tut man über erstmal mal ein Level, was man jetzt bekommt. Und dann kann man Researches freischalten. Du kannst dann die Währung ausgeben, um etwas zu erforschen. Nachdem man es erforscht hat, hat man es dann halt die ganze Zeit schon und kann es dann die ganze Zeit nutzen. Das ist quasi das hauptsächliche System. Wenn man ein neues Schiff aufbaut, hat man ja verschiedene Grundaufbauten, die man aber erst mit Level 10 dann erst freischaltet. Sonst hast du nur das Standard-Rookie-Ship. Diese Schiffarten haben dann verschiedene Base-Stats und so weiter. Wobei, die haben alle gleiche CPU und gleiche AP in dieser Stelle hier. Während das hier 630 hat, das ist ein bisschen seltsam. Egal. Man hat jetzt nur zwei Slots und kann einen dritten kaufen. Jetzt gibt es auch endlich Premium-Währung. Man kann sagen, ein Slot kostet ungefähr 2,50 Euro. Beim günstigsten Kaufpreis hier kann man sich zwei Slots holen für. Ist ein bisschen teuer. Aber irgendwie wird es sich auch bezahlen lassen. Matches starten jetzt automatisch alle paar Minuten. Hat sie immer so einen Timer, der abgeht. Ich habe ja schon zwei Spiele gespielt und habe in der Zeit 270 Scraps bekommen. Anfangs wird man von einem Tutorial begrüßt und wo man durchs Tutorial 500 Scraps bekommt und diesen Raketenwerfer freischaltet, den ich auch stark empfehlen würde. Raketenwerfer macht mehr Schaden die Sekunde. Braucht, glaube ich, dieselbe Energiesekunde oder ein bisschen weniger. Ist definitiv in den Werten de besser, hat höhere Reichweite und es braucht kein Line of Sight. Das heißt, die fliegen los, die Raketen, und suchen sich dann das Ziel. Man muss allerdings immer noch selber manuell zielen. Das heißt, es ist nicht wie Lommel-Robocraft-mäßig. Ich habe hier unten drunter auch eins aufgebaut und die Raketen finden ihr Ziel, wenn ich halt vernünftig ziele. Die Phaser, die man am Anfang hat, die brauchen Line of Sight. Wenn man ein Spiel beitreten möchte, kann man einfach Find Match machen. Dann ist man in der Queue und kann weiter seine Rams machen, außer Editing. Editing geht nicht. Wahrscheinlich auch kein neues Schiff bauen. Man ist dann auf diese Schiffe festgeschnürt. Ja. Das ist halt ein bisschen so, dass man dann nicht mehr viel machen kann, aber man kann mehr machen als jetzt zum Beispiel in Robocraften vergleichsweise. Man kann sich hier immer noch ein bisschen mehr von seinem Schiff sich bewundern lassen hier. Ich habe hier relativ viele Raketen draufgepackt, weil ich das Gefühl habe, schnell jemanden zu vernichten ist wichtiger als energieeffizient zu sein. Vorher hatte ich sogar sechs Raketen drauf. Das ist auch noch ganz gut möglich. Ist wahrscheinlich sogar wirklich immer noch besser. Man muss halt nur darauf achten, dass wenn man die Energie dann aufgebraucht hat, sich dann eher ein bisschen zurückzieht und aufschlägt. Und den Gegner dann nicht die Gelegenheit gibt, auf dich zu schießen. Und wir werden gleich mal sehen, wie das läuft. Gleich ist es soweit. Also abgesehen davon, dass man jetzt ein Fortschrittssystem hat, Blöcke kaufen, freischalten und aufleveln muss, hat sich im Spiel nicht viel verändert. Man hat hier noch denselben Screen. Es gibt hier inzwischen eine Boost-Funktion für Premium-Währung. Kann man sich Space Whiskey kaufen. Space Whiskey schaltet mehr Junk und XP frei, dass dann alle Leute quasi in den Haufen hier werfen können. Das ist quasi wie Premium haben. Nur dass es halt dann, ja, wie Trinkgeld für jedermann ist, wenn man das dann ausgibt. Jetzt wartet man hier einfach seine Zeit ab und dann startet das Spiel. Man hat hier jetzt auch noch seinen Chat. Man sieht die Fahrzeuge der anderen, allerdings nicht sehr detailreich. Gegner kann man leider nicht sehen. Momentan sehen die noch alle aus wie ein Stück Stahl, was durch den Weltraum fliegt. Meins natürlich auch. Ist recht funktional gehalten. Vorne und oben drauf mehr Panzerung. Was natürlich Sinn macht. So. Das Spiel läuft deutlich stabiler. Ich hatte ja technische Probleme mit dem Spiel gehabt. Ich bin immer wieder rausgeflogen, vor allem während des Streams. War unspielbar. Das mit dem Stream habe ich natürlich jetzt nicht mehr noch nicht getestet bis jetzt. Aber wie das jetzt hier in der Aufnahme schon läuft, das Spiel, das ist schon deutlich besser.
Bewegt mich schnell in eine Position, die für mich irgendwie vorteilhaft ist. Natürlich möchte ich nicht alleine gegen die Vielzahl der Spieler kämpfen müssen. Wir haben hier vorne auch einen Freund und unter mir einen Feind. Da kann ich hinzustoßen. Das ist nicht so gut gelaufen. Und auch noch ein anderer Feind in meiner Nähe. Ich möchte auf gar keinen Fall derjenige sein, der den Hass abbekommt, der Gegner. Ne, habe ich mich nicht gut bewegt. Jetzt erst kann ich teilnehmen. War nicht so krass. Hinten rein macht immer weh. Und den Kern zu zerschießen ist natürlich was Besseres, was man machen kann. Von nahen sind die Raketen ein bisschen derpy. Gibt ein paar Faktoren, die die Raketen ein bisschen unzuverlässig machen. Meiste Zeit jedoch sind die super gut. Ich werde allerdings die neue Waffe, die ich wieder mit Level 3 bekommen habe, nach diesem Spiel mal freischalten und anbauen. Auch diese hat eine höhere Effizienz gehabt, einen höheren Schaden und eine höhere Reichweite. Also eigentlich ein direktes Upgrade. Was? Erste Mal, dass ich gekillt wurde, so. Letzten beiden Spielen war ich sehr erfolgreich. Vor allem, wie schnell. So. Ich möchte den hier. Ja, da sind die Raketen dann doch ein bisschen doof. Muss es zugeben. Nicht mal jetzt ein Kill-Assist. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Irgendwo über uns sind welche. Kann es aber nicht wirklich fokussieren. Mal gucken, ob ich mir den hier packen kann. Riskant. Ja, er ist schneller als ich ein bisschen. Oh, der. Die sind mir auf den Fersen. Das ist nicht gut. Jetzt schießt er mir meine Triebwerke weg. Das sieht nicht gut aus. Klar, vielleicht sage ich ja gleich nochmal Hallo zu dem. Natürlich ein bisschen weiter weg jetzt. Ah, er hat sich selbst umgebracht und man kriegt dafür tatsächlich den Kill dann. Also Selbstmord ist keine Lösung. Ah, sieht er mich kommen? Ich glaube nicht. Dein Kern ist freigelegt und zerstört. Super. Na, du bist zu dritt gegen, alleine gegen drei. Weiß ja nicht, Dude. Helfe ich lieber hier jetzt erstmal mit. Ah, nee. Pack mich dich hier. Und werde dann einfach schnell abhauen. Ah, Boost oder nicht, es hat aber nicht geholfen. Jetzt habe ich ein Problem. Keine Energie, nicht mehr viel Thrust. Denken wir halt uns ganz gut. Im Damage Score bin ich definitiv oben. Bin ein bisschen häufig gestorben. So, Zeit ist fast vorbei. Gucken wir, dass wir noch diesen einen
Kill haben. Ja, haben wir bekommen, gut. Und dann gucken, dass keiner von uns mehr stirbt, weil es steht 15 zu 14. Wart bitte nicht sterben, Leute. Ich glaube nicht, dass jemand darauf achtet gerade. Noch führen wir. Wir haben trotzdem gewonnen. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Aber wir stehen ganz gut da. Ich denke, das werden auch dann wieder diese 1500 Scraps sein. Ne, 1000, ne? Letztes Mal habe ich mehr bekommen sogar tatsächlich. Gut, jetzt können wir researchen und diese Gatling-Gauss freischalten. Mit Level 4 kriegen wir wahrscheinlich was Neues. Aber lass uns mal die neue Waffe angucken. Und was mir aufgefallen ist, dass die eigentlich direkt besser ist. 2000 Range, 60 DPS, 30 Energy Consumption. Und das hat auch 30 Energy Consumption, aber nur 52 DPS und eine geringere Range. Und das hat schon sehr interessant. Attack Speed steht hier gar nicht. Ich weiß nicht, wie schnell die Gatling Gauss ist. Ich denke mal, sie ist irgendwie schnell. Quasi konstanter Schaden. Dieser Phaser hier hat auch keine Schussgeschwindigkeit, nur der Rocket Launcher hat einen Attack Speed. Und man sieht auch hier, es ist, den Phaser zu benutzen, es gibt keinen Grund, einen Phaser zu benutzen. Der Rocket Launcher ist sowas von besser. Hat auch mehr HP. Es ist schon entsetzlich. Hier hat man gleich viel HP. Der Nachteil sein wird bei diesen Gatling Gauss, dass die, halt Line of Sight brauchen. Und dass ich sie entsprechend platzieren muss, dass ich auch auf den Gegner damit zielen kann. Darum bringe ich sie jetzt ein bisschen weiter vorne an. Gucke, dass ich damit nach oben schießen kann. Und ich habe ja irgendwie noch 30 CPU frei. Wahrscheinlich, weil ich ein Level gemacht habe. Ich weiß es nicht. 40 CPU für einen Thruster. Ich glaube, zusätzlicher Thrust wäre gar nicht mehr so schlecht. Oder ich baue einfach noch viel mehr Armor auf. Oder ich erhöhe meine Wendigkeit mit Gyroskopen. Weil ich bin eigentlich schon recht wendig gewesen. Ja, ich glaube, ich werde meine Geschwindigkeit erhöhen. Ich werde jetzt hier ein bisschen diese Armor hier wegnehmen. Und unten drunter zwei dieser Thruster ran machen. Side Thruster. Die restliche CPU hier drunter packen. Um ein paar wichtige Sachen dann zu schützen, wie meinen Kern. Hinten das Modul und so weiter. Nun sollte ich noch mehr Schub haben. Schön viel Energie. Wir sollten vielleicht... wir haben noch 7 Minuten Zeit bis zum nächsten Match. Deswegen können wir ganz, ganz einfach... Was ich nicht weiß, ist, ob man spielen kann und in Practice gehen kann. Nee, das geht nicht. Schade. Aber wir gehen in ein Practice und gucken, wie es läuft. Meine größte Angst ist bei den Waffen, dass ich weniger Schaden machen werde, weil ich aus irgendeinem Grund nicht alle Waffen zielen kann.
Man sieht hier, wenn man rechts hinguckt, oben rechts, dass diese Balken immer kleiner werden. Die kleineren Balken heißt, die Waffe kann nicht hinziehen, wo ich hingucke. Raketenwerfer kann immer überall hinziehen. Ich muss meinen Gegner also immer relativ in der Front haben, damit ich auch wirklich drauf schießen kann. In hektischen Kämpfen kann das mal nicht immer gegeben sein. Aber die erhöhte Reichweite ist natürlich sehr nett. Wir testen es einfach mal. So, und da sind wir jetzt in der Warteschlange. Oder in der Lobby. Ich sehe bei diesem Feind hier, nee, Freund, überhaupt gar keine Waffen. Wahrscheinlich hat er auch Raketen benutzt und die hat irgendwo da drin versteckt. Das kann man natürlich auch machen. Ein riesiges Ding auch irgendwo. Auf jeden Fall sind das alles schon Selbstgeordnete Schiffe. Das Anfangsschiff hat so komische Thruster, die außen rum sind. So, was ich jetzt hoffe, ist, dass mich diese zusätzliche Reichweite von 500 Metern einen großen Vorteil bringen wird. Und ich so vom Weiten schon Gegner ausschalten kann, bevor die Raketen oder Laser einsetzen können. Krasser Nachteil ist natürlich, ich, fahrwärts. Fahr doch. Naja, ich kann nur nach vorne hin vernünftig schießen. Zu den Seiten hin sind die Waffen direkt reduziert. Und nach unten hin bin ich auch reduziert. Drum bin ich weiter unten und versuche von unten mir die Gegner anzupirschen. Und auch mit der entsprechenden Distanz, ne, ein bisschen Rückwärtsgang und so weiter. 80 fährt man rückwärts, vorwärts 200. Das heißt, auf diese Weise werde ich auf gar keinen Fall Gegnern irgendwie entkommen können mit dem Rückwärtsgang. Das ist einmal schon mal nicht so schön. Man könnte theoretisch versuchen, ein Schiff zu bauen, was im Rückwärtsgang schnell ist. Vielleicht kann man die Waffen auch verkehrt rum aufbauen und so. Und so einfach mal rückwärts vom Gegner wegfahren und auf sie schießen währenddessen. Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist. Ich denke, ich muss näher ran hier. Der bleibt hier schön stehen. Oh. Hat ihn auch schon das Leben gekostet, das Stehenbleiben. Man muss auch vorhalten, das ist auch nicht so einfach. Out of range, Lüge. Versuche hier den Schwachpunkt zu finden. Super. Er ist doch irgendwie schwierig. Höhere Effizienz, aber die versucht seine Waffen zu killen. Na komm. Der wollte unter mir. Lass ich aber nicht zu. Stattdessen gehe ich unter dir. Und hinter dir. Sagst du dazu? Du sagst, ich hau ab, okay. Das ist auch ein Schub. Das ist doof. Komm, da ist ein Kern. Habe ich überhaupt die Kills bekommen? Ja, doch. Steht nur nicht da. Es steht eindeutig da, wenn du einen Kill-Assist machst, aber es steht nicht eindeutig da, wenn du einen Kill machst. Den Krüppel hier will ich mir holen. Auch wenn es das letzte ist. Das war keine erfolgreiche Idee von mir. Doch. Ich habe auf jeden Fall den Krüppel geholt. Dann habe ich das Problem mit der, wo ich hingucken kann, wo nicht. Wir sind sehr nah am Gegner zum Spawn. Das ist aber auch nicht sehr schön, weil ich jetzt lange brauche, wieder in den Kampf einzugreifen.
Ich denke, es ist deutlich besser, wenn ich irgendwie so Terrassen, treppenmäßig was aufbaue und die Waffen alle oben drauf und auf verschiedenen Stufen hintereinander, übereinander so. Da kann ich nach vorne hin und nach oben hin komplett abdecken. Oh yeah. Man verfehlt schon eine ganze Menge aufgrund der Flugzeit der Waffen. Das schätzt man mal nicht. Ich muss hier mal weg. Wo sind meine Freunde? Ja, dass sie nicht nach hinten schießen können, ist ein bisschen tragisch hier und da mal. Dein erster Volley war direkt außerhalb deiner Reichweite. Hat ja also nicht sehr viel gebracht. Habe ich keine Waffen mehr? Doch. Eliminated. Das steht ja doch irgendwie da mal. Vorne ist mir das nicht aufgefallen. Ich sehe inzwischen gar nicht mal aus, als wäre ich überhaupt im Schiff. Irgendwie nur so ein Klotz aus. Aus Klötzen. Ja. Klotz aus Klötzen. Bessere Beschreibung finde ich jetzt dafür nicht. Ja, genau das ist es. Ja, falsch rum. Ah, ich werde beschossen. Ganz unangenehm. Vorbei. Mal gewonnen. Sieht so aus. Diesmal bin ich nicht ganz oben. Offensichtlich war ich mit den Raketen besser gewesen. New Research. Tactical Jump und Generator Overload. Aber es ist in der Zeit, ein komplett neues Schiff aufzubauen. Das werde ich eben offscreen machen, weil die Folge ist ja schon so lang. Und dann euch präsentieren. Bis dann. So, da bin ich wieder. Das ist jetzt die Kreation. Natürlich hat man jetzt mit diesen Kanonen nach vorne, zur Seite, nach oben ein sehr gutes Schussfeld. Sie sind ein bisschen beschützt hier von Panzerung unten drunter. Immer sehr viel Panzerung, sodass die nicht einfach abfliegen. Vor allem vorne und seitlich viel Panzerung, hinten ein bisschen. Hier ist der Kern schon. Man darf jetzt von hinten und unten nicht dran schießen, aber ansonsten geht schon ganz gut. Ich überlege, ob man irgendwie nicht diesen Teil hier, das ist der Overload, ob man den nicht besser irgendwo reinsenken sollte in das Schiff. Oh, hier fehlt ein Stückchen. Wie kam das denn? Das soll eigentlich nicht sein. Naja. Tatsache ist, ich glaube nicht, dass dieses Gerät hier Verbindungen aufbaut nach links und rechts und so weiter, sondern nur nach hier hin. Deswegen habe ich es einfach hinten dran gepackt mit einem Steinchen davor. Und plane einfach, es nicht zu zeigen. Ansonsten könnte man es wunderbar irgendwie hier drunter unter den Waffen machen oder hier reinsenken und den Gyroskop einfach vorne machen, weil ich gerne die Hüllensteine haben möchte, die sich verbinden mit dem Kern. Oh. Ja, und hat etwas hinzugegeben. Jetzt sehen wir hier mal, wie das Space Whiskey Zeugs funktioniert. Jetzt gibt es 25% mehr XP und mehr Scraps. Oh, die Map, die ist neu. Die andere, die gab es ja schon vorher. Ich kann hier schon mal nicht direkt nach unten, das fällt mir schon mal auf. Aber mit meinem Fahrzeug möchte ich das dann ganz gerne.
Auch die Angabe, ob meine Waffen zielen können oder nicht, fehlt gerade irgendwie. Nach unten kann ich nicht schießen, aber nur ganz leicht nach unten. So, ich möchte auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen hier. Meine Freunde sind über mir, das ist gut. Die ziehen das Feuer nach oben und ziehen, locken auch die Gegner nach oben auf diese Weise. Aber man muss sagen, der Gegner fliegt auch relativ tief. Relativ tief, haha. Ich schließe mich ihnen an. Gemeinsam sind wir strong. Ach, hässlich. Ich habe große Reichweite und es bringt mir nichts, wenn der Gegner sich versteckt. Einen hätten wir schon mal. Feuer! So, ich rangiere mal ein bisschen hier rum. Kühl mich ein wenig ab dabei. Wo ist der nächste Gegner? Der ist noch direkt vor uns irgendwo, laut Karte. Ne, jetzt verschwunden. Ich mache einen kleinen Rückzug hierhin. Zu dem Typen, der ist ganz alleine. Plong. Hast du nur keinen Schaden gemacht. Auch fehlt mir mein Fadenkreuz, fällt mir auf. Also ein paar Interface-Elemente fehlen einfach gerade. Ist schwerer zu zielen auf die Weise, wie man sich das vorstellen kann. Keine Ahnung, warum ich overloade. Ich habe volle Energie. Es muss wahrscheinlich auch ein Bug sein. Wahrscheinlich habe ich meine Energie gar nicht so voll, wie ich mir denke, dass ich sie voll habe. Auch hallo Admir. Boah, ist ein Arbeitskollege. Wobei, das ist wahrscheinlich ein längerer Name, wo was fehlt. Also ich bin für Raketen aus der Reichweite. Schon wieder Overlord. Ärgerlich. Wer ist da hinten? Lass uns dahin. Oh, ist ein schlechter Tag. Das kann ich dir versprechen. So, Vorderteil abgeschmiert schon mal. Und den Reaktor erwischt. Ja, es funktioniert eigentlich recht gut gerade mit den Kanonen. Nur dass ich jetzt dauernd Overlord gehe und kein Warnkreuz habe. Das ist schon doof. Aber die haben wir unter Kontrolle. Man sieht, die Panzerung hat schon gewirkt. Man könnte überlegen, die seitliche Panzerung wegzulassen. Letztendlich macht sie einen auch zum größeren Ziel. Und hilft halt eigentlich auch nur, wenn man seitlich beschossen wird. Was ja theoretisch auch irgendwie zu vermeiden ist. Ah, nervig, nervig, nervig. Halt, ich bin gleich in Reichweite. Weil ich kann hinten so schön reinschießen, dann mache ich das auch. So. Gesehen, was das bringt, wenn man an der richtigen Stelle nur hinschießt. Ganz genau. Inzwischen haben wir auch einige Kanonen verloren. Kann ich sehen. Mal Rauch.
Bis jetzt hat es mich noch gar nicht erwischt. Das kommt aber jetzt. Da zahlen sich die Ra Thruster im Kern meines Fahrzeugs aus. Statt außenrum dran, ne? Ein Kollege scheint nicht zu kommen, mir zu helfen. Na doch, ich kriege Hilfe. Ist gut, das ist gut. Ja, schön. Das war mal ein Vorzeigespiel. Das war jetzt insgesamt mein viertes Spiel, seitdem hier dieses alles anders ist. Ich weiß nicht, woher dieses jetzt Junction kommt hier. Ach so, das ist das ist der Bonus, den jemand gekauft hat. Das ist gut. Ja, und langsam muss man sich entscheiden, was man überhaupt researchen möchte. Falsch. Das Menü ist noch ein bisschen nervig manchmal. Können zum Beispiel Armor researchen. Armor ist ziemlich gut eigentlich. Armor kann man so flach draufklatschen und hat deutlich mehr HP. Wird man kleiner und tankiger für. Man kann sich also ganz gut überlegen, nichts zu erforschen hier und stattdessen die Armor zu nehmen. Man sollte sich auch überlegen, ob man die Waffen, die ich erforscht habe, nicht erforscht. Die Gauss-Kanone, die hat auch 3000 gekostet. Wenn man den Style nicht unbedingt mag und damit nicht umgehen kann, dann sollte man bei den Raketen bleiben. Ansonsten ist die Gauss-Kanone eigentlich stärker, wenn man halt entsprechend spielt. Aber man kann sich überlegen, ob man Tactical Jumps gibt oder den Generator-Overload. Der hat natürlich den Vorteil, wenn du den hast, machst du deutlich mehr Schaden. Und kannst deine Energie besser managen. Ja, das war's dann von mir, Barbarossa, Pixel Beef. Das ist Galactic Junk League in dem momentanen Stadium. Es ist, glaube ich, irgendwo der 20. September oder so müssten wir ungefähr haben. Wenn ich mich recht entsinne. Ich bin in Urlaub gewesen, deswegen habe ich keine Ahnung mehr, was für ein Datum wir haben. Egal. Wir werden wahrscheinlich öfter mal ein bisschen Galactic Junk League hier sehen. Nicht unbedingt als aktives Let's Play momentan. Aber wenn mal wieder was Neues ist und das Spiel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann gucke ich mir das definitiv nochmal an. Bis dann, bis später. GG.